Heute geht es um Emotet, um WLANs und um einen gehackten Twitter-Account. Hallo, hier ist der Tim von GData. Das Social-Media-Team von Facebook dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als dort plötzlich ein Post auftauchte, den von ihnen niemand dort platziert hatte. Die Gruppe, die hinter der Übernahme des Twitter-Accounts steckte, nennt sich OurMine. Wem der Name bekannt vorkommt, die gleiche Gruppierung hat auch in der Vergangenheit schon die Twitter- und auch Instagram-Konten anderer Personen übernommen. Darunter Facebook-Chef Mark Zuckerberg, den Google-Chef und mit Jack Dorseys Twitter-Account sogar einen der Mitbegründer von Twitter. Einer dieser Posts lautete: Selbst Facebook kann gehackt werden, aber da ist wenigstens die Sicherheit besser als bei Twitter. Die Übernahme des Accounts dauerte zwar nur eine halbe Stunde, aber das reichte, um den Schaden anzurichten. Kurz vor dem diesjährigen Super Bowl haben auch einige NFL-Teams feststellen müssen, dass ihre Twitter-Accounts kurzfristig übernommen waren. Darunter zum Beispiel das Team der Chicago Bears. So wie es bis jetzt aussieht, konnte OurMine mit Hilfe eines Analyse- und Verwaltungstools die anderen Konten kapern. Ein solches Tool wird von Unternehmen häufig eingesetzt, um verschiedene Social-Media-Plattformen und auch Marketingmaßnahmen gleichzeitig zu steuern, zu analysieren und zu koordinieren. Der Anbieter dieser Plattform, Koros, hat vorübergehend einige Teile seiner Dienste gesperrt, um Sicherheitslücken zu beheben. Unser guter Freund Emotet entwickelt sich beständig weiter. Dieser virtuelle Türöffner, der zuletzt einigen Universitäten und auch dem Kammergericht Berlin, übrigens hier gibt es ein Video zu dem Thema, auch dem Kammergericht Berlin einiges an Kopfzerbrechen bereitet hat, verfügt jetzt über ein Modul, das es Emotet erlaubt, sich auch auf andere WLANs auszubreiten. Dieser Emotet Wi-Fi Spreader bringt eine eigene Passwortliste mit der Emotet die gängigsten und einfachsten Passwörter für WLANs der Reihe nach durchprobiert, bis eine Anmeldung in einem benachbarten WLAN-Netzwerk gelingt. Diese Information wird dann unter anderem an den Control-Server von Emotet weitergegeben, sodass eine nachgeladene Schadsoftware auch in ein benachbartes WLAN-Netz überspringen kann. Zwar existiert dieses Modul nach Aussagen von Binary Defense schon seit ungefähr 2 Jahren, aber erst vor kurzem ist das Modul erstmals aktiv in Erscheinung getreten. Damit steht Emotet ein weiterer Verbreitungsweg offen, der die Schadsoftware noch gefährlicher macht. Das heißt, wer Standardpasswörter einsetzt, beziehungsweise solche, die extrem einfach zu erraten sind, der kann auch zum Ziel von Emotet werden. Dafür muss innerhalb des Netzwerkes noch nicht einmal jemand einen präparierten Mail-Anhang geöffnet oder einen bösartigen Link angeklickt haben. Gute Passwörter sind also nicht nur für Online-Konten ein Muss, sondern auch für das heimische WLAN. Übrigens, ein paar Tipps zu sicheren Passwörtern gibt's auch bei uns im GData-Blog. Der Link steht unten in der Beschreibung. Wenn du jederzeit Bescheid bekommen möchtest, wenn es was Neues von GData gibt, dann klick einfach hier auf Abonnieren, dann auf die kleine Glocke und du bekommst sofort eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video von GData gibt. Soweit von mir. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!